Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seht, ich laufe hier gerade irgendwo rum und irgendwo ist in Duisburg. Und zwar suche ich gerade den Haupteingang zum Zoo. So ganz klar ist mir das noch nicht. Also es gibt eindeutige Zeichen, dass es nicht mehr so weit weg sein kann. Gefunden! Ja, ich bin schon... Es ist laut hier. Mal schauen, ob man das versteht. Also, Zoo Duisburg war erstmal richtig, aber Treffpunkt ist nicht der Haupteingang, sondern ein Nebeneingang in der Karl-Benz-Straße. Also wieder zurück. Also das ist jetzt die Karl-Benz-Straße. Nur, wo ist der Nebeneingang? Stunden später. Also irgendwie davon soll es einen Nebeneingang geben. Zumindest sagt Google das. Und der heißt Tigerkasse. Gefunden und es heißt tatsächlich Tigerkasse. Ich kann es nicht aussprechen, es ist offensichtlich zu früh am Morgen. Mir fehlt noch ein Kaffee. Tigerkasse heißt das Wort. Ja, und dann stellt sich spätestens jetzt die Frage, was treibe ich hier überhaupt? Ja, es ist heute eine Veranstaltung hier von Foto Leistenschneider. Ich hoffe, den Namen habe ich jetzt richtig im Kopf gehabt. Dann Kreativstudio Pavel Kablun und Sony. Und zwar gibt es die RX10 Mark IV, ja, ich sag mal, zum Ausprobieren. Und das hat mich dann doch gereizt, weil es ist eine Bridge-Kamera, hatte ich bisher noch nie. Und die Features, die sie so prospektmäßig aufweist, die sehen schon ziemlich interessant aus. So 4K, Super Slow Motion, Burst Mode, Touchscreen nicht wirklich, aber zumindest zum Fokussieren. Und sicher noch das eine oder andere Gadget, was ich noch gar nicht kenne. Und dann habe ich mir gedacht, das sollte ich mir mal anschauen und ja, euch auch darüber berichten. Ja, interessiert sie mich? Ich weiß es noch nicht so richtig. Ich habe mal bei mir im Rucksack meine geliebte A6000 mitgenommen mit dem 70-200 F4. Das deckt zwar den Brennweitenbereich überhaupt nicht ab, weil die RX10 Mark IV umgerechnet auf Full Frame hat eine Brennweite von 24 bis 600. Unvorstellbar. Insbesondere 600 aus der Hand. Bin zwar noch kein Tatterkreis, aber ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Es ist keine APS-C, es ist ein 1 Zoll Sensor, also noch mal kleiner als ein APS-C. Und das ist einer der Punkte, die mich natürlich sehr interessiert. Wie sieht das aus mit der Bildqualität, mit dem Dynamikumfang, mit dem Rauschen? Genau, und deswegen habe ich die A6000 mitgenommen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt die aktuelle Kamera, aber aus meiner Sicht immer noch ein Preis-Leistungs-Schnäppchen. Und deswegen schaue ich mir das heute mal an. Und jetzt klingelt das Telefon. Tja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Irgendwie hatte das Telefon geklingelt. Aber in der Zwischenzeit sind wir schon ein gutes Stück weiter, Veranstaltungsort gefunden und jetzt wird es Zeit, dass wir mal zeigen oder dass ich mal zeige, um was es eigentlich geht. Es geht um dieses hübsche Teil hier, also die RX10 Mark IV. Und ihr habt schon gesehen, da drin liegt eine ganze Staffelei davon und wir haben heute Gelegenheit, damit zu fotografieren. Und ja, schau mir die jetzt mal genau an, mache ein paar Vergleichsfotos mit meiner A6000, mit dem 70-200 F4 und ja, dann berichte ich euch. Ja, inzwischen bin ich wieder zu Hause und habe gerade ein paar technische Probleme hier beseitigen müssen, weil die Bildschirmaufnahme hat plötzlich nicht mehr funktioniert, aber ich hoffe, jetzt funktioniert das Ganze wieder. Ja, zurück zur Kamera, zur RX10 Mark IV, die ich natürlich inzwischen wieder abgeben musste. Und ich muss sagen, ich bin doch ziemlich begeistert davon.
Es gibt ein paar kleine Einschränkungen, aber im Großen und Ganzen hat sie mir gefallen. Besonders natürlich der Brennweitenbereich. Und wenn ich mich gerade mal kurz an meinen Tansania-Urlaub im Januar erinnere, da hatte ich dabei das hier. Dazwischen war noch der Zweifach-Extender und das Normal-Zoom und das Weitwinkel-Zoom. Und auch mit dem Zweifach-Extender hier, und damit komme ich, das ist das Canon 70-200, dann auf 400 mm bei einer Lichtstärke von dann 5,6. Das Objektiv hat nativ 2,8. Komme ich immer noch nicht auf die 600 mm. Und wenn ich mir das gewichtsmäßig hier so anschaue im Vergleich zu der Kamera, gut, sie passt nicht in die Hosentasche, aber ja, okay. Dann muss ich mal sagen, das war dann schon ein bisschen angenehmer. Vom Geldbeutel mal ganz zu schweigen. Also das, was ich euch gerade gezeigt habe, wenn ich mal so Pi mal Daumen rechne, naja, ungefähr das Fünffache von dem, was die RX 10 Mark IV kostet. Aber letztendlich ist natürlich die Frage, was macht denn den Preisunterschied denn aus? Ja, wir haben hier Full Frame und wir haben hier sicher speziell das Canon und die beiden Zeiss Objektive sehr hochwertige Objektive. Und auf der anderen Seite haben wir die RX 10 mit einem 1 Zoll Sensor, also kleiner als APS-C. Und ja, ein Objektiv über die gesamte Brennweite von 24 bis 600 mm. Das kann rein physikalisch gesehen nicht die gleiche Qualität haben. Also die Frage ist, wo sind jetzt Abstriche zu machen? Und dazu schauen wir uns jetzt einfach mal ein paar Bilder an, die ich gemacht habe. Ich habe sie schon entwickelt, jetzt hier im Lightroom vor mir. Und da picke ich mir jetzt mal einfach ein paar raus davon und zeige euch mal, was daraus geworden ist, entwickelt und natürlich auch so, wie es aus der Kamera kam. Fangen wir mal an mit einem netten Kätzchen, nämlich diesem Tiger hier. Und ich gehe mal ins Entwickeln-Modul und wir schauen uns auch mal an, wie das aussah, wie es aus der Kamera gekommen ist. So, okay, das ist eine RAW-Aufnahme, die ist natürlich ein bisschen schlauer. Ich habe die relativ normal entwickelt und lande dann eben bei diesem Ergebnis. Jetzt muss Lightroom mal kurz noch rechnen. Genau, da sind wir. Und wenn wir uns das jetzt hier anschauen, was die Schärfe anbelangt, also speziell jetzt hier, was die Zunge anbelangt, dann würde ich doch sagen, das sieht gar nicht schlecht aus. Auch die Barthaare hier um die Nase rum und hier, das ist alles schön scharf. Ich gehe nochmal auf den Bibliotheksmodus, damit wir uns die Einstellungen dazu mal anschauen können. Ich war hier bei 220 mm, eine 320stel Sekunde, ja, okay. Und wo stehen denn die ISO? 800 ISO. Also, was die Empfindlichkeit anbelangt, in einem Bereich, wo man sagen muss, moderne Kameras heute müssen das können. Passt. Kann man nicht meckern. An der Stelle vielleicht zur Geschwindigkeit der Kamera, insbesondere was den Autofokus anbelangt. Der funktioniert ziemlich gut. Der Chip, und damit wir es jetzt richtig sagen, der Sensor, der da drin ist, ist zwar ein 1 Zoll Sensor, aber er hat sich sozusagen die Technik von den aktuellen Full Frames von Sony geholt, nämlich von der A9 und von der A7R Mark III. So heißt sie, glaube ich, genau. Das heißt, wir haben einen ganz modernen Sensor drin und ich sage mal sicher auch, der Prozessor hinten dran ist dementsprechend angepasst. Und das macht sich beim Autofokus natürlich sehr stark bemerkbar, macht sich auch bemerkbar bei den Serienbildern. Aber da kommen wir gleich drauf. Gehen wir nochmal zurück in alle Bilder rein und dann schauen wir uns mal den hübschen Jungen hier an. Ich glaube, es war ein Präriehund oder irgend sowas. Ich weiß es nicht, er hat sich mir nicht persönlich vorgestellt. So, hier sind wir jetzt bei 1600 ISO. Gehen wir mal dahin, wo es vielleicht ein bisschen rauschen könnte. Und das sehen wir jetzt auch hier. Die Zähne sind scharf. Wir sind hier bei Blende 4, also ganz offenblendig. Aber hier hinten bekommen wir ein bisschen Rauschen rein. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, zurücksetzen, vor der Bearbeitung, dann sehen wir es jetzt doch schon ziemlich deutlich, dass es hier im
Rachenbereich rauscht und dass es auch hier hinten rauscht. Aber es ist gerade noch in einem Bereich, den man mit Leitraummitteln in den Griff bekommt. Speziell natürlich hier, weil wir haben hier Strukturen im Moos, im Fell und auch die Struktur einer Zunge, die sind ähnlich, sagen wir mal, zum Rauschen. Das heißt, da ist es relativ unkritisch. Anders sieht es aus, jetzt bleibe ich mal im Entwickeln-Modus, wenn wir hier mal hingehen. Hier haben wir jetzt mehr gerade Flächen, diesen Flamingo hier. Den schauen wir uns jetzt auch mal, so wie er aus der Kamera kam, an. Wir sind auf 100% jetzt und merken hier, schauen wir uns mal an, ob ich das richtige Bild erwischt habe. Nein, wir sind jetzt bei ISO 500. Ich habe das falsche Bild geholt, aber macht nichts. ISO 500 nicht entwickelt jetzt, also kein Rauschen zu sehen, alles im grünen Bereich, das passt. Ich gehe wieder zurück auf die entwickelte Version. Man sieht, man hat nicht viel daran machen müssen. Das sieht eigentlich so schon ganz gut aus. Nochmal zurück in die Bibliothek. Nochmal alle, weil ich suche jetzt ein spezielles Bild. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Hier. Diesen kleinen Panda hier. 1600 ISO. Auch hier haben wir natürlich einmal wieder den Vorteil durch die Struktur hier des Fells, da würde Rauschen so schnell nicht auffallen. Aber hier merken wir es. Hier ist jetzt natürlich schon Rauschen zu sehen. Da, wo die Fläche jetzt dadurch, dass es im unscharfen Bereich war, eher glatt ist, da sieht man das Rauschen. Und auch da schauen wir uns jetzt mal die Variante aus der Kamera sozusagen an, ohne Entwicklung. Und da sehen wir es jetzt auch hier deutlich, das rauscht. Das heißt, im Bereich zwischen 800 und 1600 ISO, abhängig vom Motiv, kommen wir in den Bereich rein, wo die Kamera dann ein Rauschproblem bekommt. Was natürlich jetzt auch bei der Sensorgröße von einem Zoll nicht unbedingt überraschend ist. Ich hätte es jetzt nicht anders erwartet. Und wenn, ja gut, Wunder gibt es immer wieder, man weiß es ja nicht. Aber der 1 Zoll große Sensor bringt natürlich auch den Vorteil mit, dass man eben nicht solche Objektive braucht, um in dem Fall jetzt bis 200 mm nur zu kommen. Je kleiner der Sensor, umso kleiner das Objektiv, was ich verwenden kann. Ansonsten Bildqualität, Qualität des RAWs, was die Bearbeitung anbelangt, kein Problem. Funktioniert so, wie man es heute von der Kamera erwartet. Alles gut, alles schön. Eine kleine Änderung, zu dem zumindest, was ich gewöhnt bin. Wenn ich mir die Profilkorrekturen aktivieren will, dann passiert im Bild gar nichts und ich kriege hier die Anzeige integriert. Das heißt, die Profilkorrektur, die ich bei allen anderen Objektiven hier in Lightroom mache, die macht die Kamera direkt. Ob mir das jetzt gefällt oder nicht, sei mal dahingestellt. Es ist auch wiederum verständlich, weil das Objektiv ist ja fest angebaut. Es ist kein Wechselobjektiv, es ist eine Bridge-Kamera. Das heißt, die Kamera weiß immer genau, welches Objektiv sie vorne dran hat, welche Brennweite eingestellt ist und kann dadurch in ihrem eigenen Prozessor bereits die Profilkorrektur durchführen. Kann ein Vorteil sein, nämlich dann, wenn man das Ding eh immer anwendet. Kann ein Nachteil sein, wenn man es einfach mal nicht anwenden will, weil man die leichte Verkrümmung vielleicht haben will oder die Vignette. Aber ich würde sagen, das ist ein relativ unbedeutender Punkt. Halt, bevor ich hier rausgehe, möchte ich gerne wieder auf meine entwickelte Version zurückgehen. Auch hier Schärfe und so kriegt man bei diesem Motiv hier in den Griff. Hiervon für mich jetzt an der Stelle noch kein Problem. Bleiben wir mal beim Thema Geschwindigkeit. Und dazu schauen wir uns mal dieses Bild hier an. Auf 100% kriegen. Ein kleiner Pelikan, den habe ich mir einigermaßen intensiv bearbeitet, wie man sieht. Habe noch einen Orange-Teal-Look draufgesetzt. Und an der Stelle habe ich, und jetzt nehme ich mir hier mal den Filter raus, Bibliotheksfilter. Und dann sehen wir hier, das war ein Serienbild, was ich hier gemacht habe. 24 Bilder pro Sekunde. Und 24 Bilder pro Sekunde, das ist schon Filmgeschwindigkeit.
Also ich sag mal, ein normaler Kinofilm, glaube ich, liegt bei 24 oder 25 Bilder pro Sekunde. Auf YouTube sind es ungefähr 30 Bilder pro Sekunde, 29, bla bla. Und wie das dann aussieht, wenn man das sozusagen als Film laufen lässt, das blende ich euch jetzt mal ein. Also ihr seht schon, das funktioniert schon ganz gut. Es ist natürlich immer noch diese kleine Stop-Motion-Geschichte zu sehen. Das heißt, das Bild ruckelt. Aber am Ablauf, gerade beim Flügelschlagen, sieht man doch recht deutlich die hohe Geschwindigkeit, 24 Bilder pro Sekunde, die wird von der Kamera gehalten. Es sind ein paar kleine Sprünge drin, aber im Großen und Ganzen sind die da. Und man kann sich eben dann, und das ist das, was ich hier auch gemacht habe, genau das Bild raussuchen, was man dann haben will. In dem Fall war es jetzt ein mit geschlossenen Flügeln. Es gibt auch noch einen Burst Mode, den habe ich nicht ausprobiert. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind das dann irgendwie um die 100 Bilder innerhalb von 10 Sekunden, die er da macht. Aber wie gesagt, habe ich jetzt nicht ausprobiert. Wir hatten die Kamera ungefähr 4 Stunden zur Verfügung. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, alles auszuprobieren, auch Video. Es hat nicht funktioniert. Ich war begeistert natürlich auf der einen Seite von den Motiven. Das sah alles so wirklich interessant aus, was wir da an Motiven hatten. Ich lasse mal noch ein bisschen was hier rein. Das ist sicher nachbearbeitet, Himmel ausgetauscht. Aber ja, das war doch relativ interessant. Man muss sich, obwohl Sony ist und ich von Sony komme, ein bisschen dran gewöhnen. Die Menüführung ist ein kleines bisschen anders. Menü möchte ich jetzt nicht diskutieren, das ist ein Sony-Thema. Vielleicht einen Satz doch dazu. Wenn man von Canon kommt, braucht man eine Weile, bis man das Sony-Menü verstanden hat. Ich fotografiere jetzt 4 Jahre lang Sony und habe gerade wieder die Canon ausgepackt. Die filmt mich jetzt nämlich im Moment. Und da musste ich mich auch erst wieder in dem Menü zurechtfinden. Also ich glaube, das ist ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Wie auch immer, das Menü wurde bei den aktuellen Kameras gegenüber meiner A6000 und meiner A7 R2 wieder ein bisschen geändert. Da muss man da was suchen und. Wie auch immer, es hat gereicht, um zu fotografieren. Das habe ich intensiv gemacht. Und ja, dieses Gesicht, was er hier gerade macht, ich möchte es nicht ganz nachvollziehen oder ganz nachmachen, was die Kamera jetzt anbelangt. Aber es kommt denn ziemlich nahe. Wenn man also den Brennweitenbereich braucht, 24 bis 600 mm, wenn man nicht unendlich viel Gepäck mitschleppen will in den Urlaub, zum Beispiel Safari, hätte das gut funktioniert, das Licht wäre ausreichend gewesen. Dann ist so eine Bridge-Kamera und insbesondere die jetzt ganz moderne und aktuelle RX 10 Mark IV sicher das geeignete Modell. Kleinen Einschränkungen sicher bei der Bildqualität, kleiner Prozessor beim Rauschen zum Beispiel, aber ansonsten eine gute Wahl. Für mich, ich bin ausgestattet. Also ich habe meine A6000, meine A7 R2 mit dem ganzen Objektivsatz hinten dran. Ja, es ginge vielleicht noch leichter, aber jetzt deswegen die Kamera nochmal oben drauf zu setzen auf das ganze Paket, das würde ich dann doch nicht machen, weil wenn ich dann irgendwo hinreise, wo ich weiß, da komme ich nicht mehr hin, dann würde ich trotzdem noch die A7 mitnehmen und dann trotzdem noch die Full-Frame-Objektive dazu und dann bringt mich das nicht weiter. Ansonsten alles in allem kann ich sagen, die ist empfehlenswert und ja, Bilder habt ihr gesehen. Wenn ihr mehr Bilder dazu sehen wollt, dann schreibt es mir doch unten in die Kommentare rein. Dann packe ich mal ein paar auf meine Webpage und schreibe euch den Link ja auch in die Kommentare rein. Ansonsten, ja, war es das für heute. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wenn es euch gefallen hat, dann wie immer gerne einen Daumen hoch und jetzt auch wie immer die Glocke nicht vergessen. Und für die, die neu sind bei mir auf dem Kanal, ja, drückt doch mal auf Abonnieren. Dann verpasst ihr das nächste Video nicht. Bis zum dahin. Eigentlich wollte ich sagen bis dahin. Und dann hat sich bis zum nächsten Mal eingeschlichen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.